Und auf der anderen Seite bin ich aber einfach auch gewundert. Weißt? Und ich finde, so das Thema von loslassen, Platz machen, die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Pfarrer bin? Ja. Herzlich willkommen zum Bänkli-Tag. Heute an einem ganz speziellen Ort, nämlich in der Kirche. Und zwar ist mein heutiger Gast der Pfarrer von der reformierten Kirchengemeinde in Zolliken. Zudem ist er Notfallseelsorger und an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, bei besonderen Ereignissen auch da. Heute ist er aber bei mir hier auf dem Bänkli. Herzlich willkommen, Simon Gebs. Danke, hoi, Gabon. Freut mich, dass du mich hier sozusagen an deinen Arbeitsort eingeladen hast. Mostly welcome. Jetzt meine erste Frage, die ich eigentlich im Bänkli-Tag immer stelle, ist, wie alt bist du aktuell? Ich werde 57 im Juni. 57? Ja, genau. Und wie geht es dir mit 57? Gut, im Fall. Ich will nicht mehr 30 sein. Okay. Es passt bei allen Themen, die dazugehören. Ich finde, es wäre für mich eine total spannende Zeit. Du willst nicht mehr 30 sein, hast du gesagt. Was macht es denn aus, jetzt, das Alter, das du hast? Weißt du, ich habe so mit 30, da musst du ja dann irgendwo beweisen im Beruf. Da musst du performen, da willst du gut sein, willst du es erreichen. Das ist, glaube ich, auch anstrengend. Also ist für mich auch anstrengend gewesen. Es ist wirklich voll investiert im Beruf, mit viel Leidenschaft, gleichzeitig Familienphase. Und es ist einfach viel, oder? Und ich finde, es wird ruhiger. Also sowieso, wenn die Kinder mal draußen sind. Aber auch, ich finde, du musst ja nicht mehr so beweisen. Du kannst vorwärts arbeiten, hast eine gesicherte Berufsidentität. Ich finde, das bringt eine Beruhigung bei aller höheren Kadenz, die ich immer noch im Beruf habe. Aber es ist etwas anderes als mit 30. 30. Ja. Du hast jetzt gerade angesprochen, mit 30 voll im Beruf. Du bist ja Pfarrer. Wieso bist du Pfarrer geworden? Mit der Kurzversion oder die lange? Du bist der Gast, du darfst entscheiden. Also ich komme überhaupt nicht jetzt irgendwie aus einem sehr religiösen Haushalt. Okay. Einfach normal reformiert, so landeskirchlich, aber also ich, all die Pfarrer und beim Religionsunterricht, also das war mir zu Hanklismen, das war langweilig. Ich hatte dann aber relativ heftige Pubertät gehabt. Und eine schwierige Zeit dann, ich war sehr ein Braver, nachher war ich nicht mehr so ein Braver. Auch schwierig daheim mit den Eltern, also ich war schwierig für sie. Ja. Und in dieser Zeit ist ein Jugendarbeiter in der Kirche, der hat mich einfach so genommen, wie ich war. Auch wenn ich wirklich unmöglich war. Gerade so, wirklich? Ja, wirklich. Also, okay. Wirklich. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass der mich so nimmt, wie ich bin. Ja. Und mich nicht will ändern und Zeit hat. Und das hat mich angefangen, das hat mich ins Nachdenken gebracht. Weißt, was hat er für eine Motivation? Was steckt dahinter? Und es war ein tiefgläubiger Mann gewesen. Und das war so eigentlich der Startpunkt gewesen, oder? Und dann habe ich mich mit dem Glauben angefangen zu beschäftigen. Darfst du eine Frage, wie alt bist du denn gewesen? 15. Okay. Ja. Ich habe nie gedacht, dass ich Pfarrer werde. Nie. Also das war keine Option gewesen. Ja. Also. Aber dann hast du gesagt, dann hast du dich angefangen mit dem Glauben zu beschäftigen. Ja. Und was ist denn passiert? Und dann habe ich irgendwie mal angefangen zu beten und dachte, jetzt muss ich mal ausprobieren. Also wirklich, wie man so mit 15 mal so vielleicht mal irgendetwas ausprobiert. Und das hat für mich angefangen zu verheben. Und dann bin ich dort so in einer Jugendgruppe und die Gemeinschaft und die Fragen, die man gestellt hat und so. Das ist für mich, weißt du, in dem Umgang, wo die Identität sehr fragil und brüchig war, das hat mir extrem viel Boden wiedergegeben. Und nachher war eigentlich für mich klar, diesen Job will ich auch. Okay. Ich will Zeit haben für Menschen. Ja. Und zwar bei wesentlichen Fragen. Ja. Und das für mich ist eigentlich mit 16,5 die Berufswahl klar gewesen. So früh doch? Ja. Okay. Und nie zweifelt. Ich habe echt, und ich würde auch heute noch mal in diesen Beruf hinein. Und finde immer noch, ja, der schönste Beruf. Das ist doch wunderbar. Was will man mehr in diesem Sinne? Und das ist ein Geschenk. Ja. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht planen, das hat sich ereignet und da bin ich extrem dankbar, dass sich das so eingestellt hat in meinem Leben. Jetzt, wenn du das so sagst, als ich mich ein bisschen informiert habe über dich, habe ich gelesen auf der
der Webseite von eurer Kirchengemeinde, dass du ja auch den Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, möchtest Unterstützung geben, vor allem ihre Identität zu finden. Hat das in diesem Fall stark auch mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Hey, definitiv. Also ich hatte schon so verrückte Sektlehrer gehabt. Das ist noch eine wichtige Komponente. Mit denen sind wir irgendwie in der Sommerferie quer durch Frankreich mit dem Velo oder zu Fuß über die Alpen und in der 5 Minuten Pause in der Schule per Du gsi und nachher wieder per Sie. Okay. Also das sind wie Vorbilder gsi im Umgang mit jungen Erwachsenwerdenden, oder? Also selber oder bin ich schwieriger gsi und gleichzeitig habe ich wirklich Erwachsene erlebt, wo das mit Leidenschaft vorgelebt haben. Da habe ich viel gelernt. Das hat mich schon geprägt. Du hast auch im 2019 im Oktober das Wort zum Sonntag gesprochen vom SRF. Ich habe das geschaut und sprichst dort über das Thema Hoffnung. Oh Scheibe, das müsste ich auch nachschauen. Ich habe keinen Plan mehr. Es geht aber. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, was du dort gesagt hast, hat mich in dem Sinn berührt, weil du darüber redest, wir werden aus so viel Negativem berieselt oder beeinflusst und vergessen dabei die positiven Seiten. Und dass auch das für dich selber auch nicht immer einfach ist. Und hast zum Beispiel dort das Bild noch genommen vom Olivenbaum, wo du leider Gottes verdörren lassen hast. Ja, dann genau. Hast du ihn abgeschnitten. Ja, okay. Ich habe keinen grünen Daumen. Das ist so. Okay. Ja. Aber du hast ja zu dem Zeitpunkt, und jetzt merkt man, glaube ich, dass wir in der Kirche sind. Ja, genau. Wunderbar. Timing, perfekt. Du hast dort über das Thema Hoffnung und eben, dass wir uns immer wieder bewusst werden oder versuchen, die guten Seiten rauszusuchen vom Leben. Du hast das im Oktober 2019 gesagt und dann kommt Corona 2020. Brutal prophetisch. Ja, fast schon. In einer Heftigkeit und wo ja für viele Menschen vermutlich das Thema Hoffnung so ein bisschen, also nur noch das Negative, das ist gefährlich und so weiter. Ja. Wie hast du jetzt die 2 Jahre erlebt seitdem? Wie ist es dir gegangen? Persönlich wie aber auch im Beruflichen? Ja, es hat so verschiedene Ebenen. Ich liebe ja auch an und für sich so Krisensituationen. Also die ist doof, viele Leiden zahlen einen grossen Preis, will ich nicht verharmlosen, klar, überhaupt nicht. Aber ich so das Krisenmanagement, weißt, wenn auf einen Moment auf den anderen musst du killen auf Abstand sein, zum Beispiel. Ja. Und für mich, ich bin so ein Beziehungsmensch, und killen auf Abstand ist echt schwierig für mich zuerst. Aber ich liebe dann so Situationen und das hat auch mit Hoffnung zu tun. Ja. Also nicht im Lamentieren, dass es jetzt so ist, wie es ist, sondern wie innerliche Neugier entwickeln, was könnte möglich werden. Ja. Und das ist das, was ich meine mit Hoffnung. Oder? Also wir Menschen sind ja so konstruiert, auch evolutionsbedingt, dass wir Gefahren immer zuerst wahrnehmen und die gross werden, elefantös. Ja. Und dann ist die Unmöglichkeit oder das, was halt schlimm ist, und darum funktionieren die auch so schlechte Nachrichten immer so. Genau. Oder? Und ich finde, wenn dann, und das ist schon das Grundthema, ob ich jetzt am Grab stand und eine Beerdigung habe von einem 2-jährigen Kind, ob ich eben in einem Opferseelsorge-Einsatz irgendwo bei einer Familie bin, wo der junge Vater gerade gestorben ist, aber jetzt auch in so einer Corona-Situation, wie das nicht fertig war. Weißt, das, was ist, ist noch nicht alles gewesen. Das macht ja das Wesen von der Hoffnung aus. Oder? Dass das Fakt ist, auch was ist, und da muss man auch nicht schön reden, aber es ist nicht das letzte Wort. Ja. Und irgendwo ist das tief verankert in mir. Ja. Und das hat für mich schon mit dem Glauben zu tun. Man kennt es auch mit dem Symbol oder mit dem Inhalt des christlichen Glaubens, von der Auferstehung zum Beispiel. Oder? Also das Grab, aber das Grab hat nicht das letzte Wort. Der Stein, der sprengt es nochmal weg. Das ist auch nochmal so ein Hoffnungsbild. Oder? Ja. Und das ist schon das, was mich beseelt. Weißt du, ob es jetzt ein riesen Ehekonflikt, wo total schwierig ist, ein Familienkonflikt, himmeltraurig am Grab ist, oder eben, was Kirche jetzt anbelangt in der Pandemie mit Abstand. Oder? Ja. Und es war total spannend, was alles möglich war. Plötzlich dann auch wieder, gell? Ja. Ja. Also, so ein Highlight war, wo wir. Ostern ist ja wichtig für die Kirche. Und für die Reformierten ist auch kein Freitag wichtig. Aber die Kirche sind zu. Du kannst nicht einmal sagen, was machst du jetzt? Ja, oder? Genau. Und ich dachte, dann machen wir halt ein Online-Abendmahl. Die Leute sollen daheim Brot und Wein parat machen. Hey, und ich bin den ganzen Sonntag nachher, also das haben wir am Samstag aufgeschaltet,
morgen Samstag. Und ich bin den ganzen Sonntag mit. Also ich habe sicher 100 Mail und irgendwie 80 bis 100 WhatsApp mit Bildern. Und das war für mich ein Ostern. Ja, nach dem Karfreitag. Ja, unglaublich. Ja. Oder? Und das ist für mich so etwas, zuerst Unmöglichkeit. Und dann wieder? Und nachher wird wieder etwas möglich. Oder? Und das hat für mich schon ganz viel mit Hoffnung zu tun. Wenn ich dir jetzt so zulasse, geht mir durch den Kopf, du hast jetzt ja auch die negativen, wie aber auch die schönen Ereignisse angesprochen, die du auch in deiner Notfallseelsorgertätigkeit vor allem zu tun hast. Wie gehst du selber mit diesen Situationen um? Wie handelst du das? Weil du bist ja da für andere. Aber damit du kannst da sein für andere, musst du ja auch die innere Stärke und Kraft haben, das zu können machen. Mhm. Und das ist ja Energie, die auch irgendwo weggeht. Mhm. Nimm ich jetzt mal schwer an. Mhm. Wie gehst du selber mit dem um? Also ich glaube, das Zentralste auch da ist, das hat mit Hoffnung zu tun. Ja. Das, also wenn du in einem Helfermodus drin bist und das Gefühl hast, ich komme jetzt dazu, dass eine Mutter gerade ihres zweijähriges Kind verloren oder es ist irgendeine Jugendliche unter das Auto oder Lastwagen, wie auch immer, da gibt es ja also wirklich einfach Erfahrungen, wo es einfach himmeltraurig. Ja. Aber selbst dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt muss ich dich retten. Also in diesem Helfermodus, dann brennst du aus. Ja. Das geht nicht. Da gibst du alles von dir sozusagen. Ja, oder? Aber das ist. Also dann, ja, und vor allem der Riesendruck ist, dann musst du es selber perfekt machen, sonst sind die Leute verloren. Ja. Und, das ist, und eigentlich machst du die Betroffenen, so stark die betroffen sind, vielleicht in einem psychischen Ausnahmezustand sind, sich anraufen, schreien, ich meine, all die Reaktionen, das ist Herz aushalten. Aber selbst dort, und darum sage ich, hat es mit Hoffnung zu tun, diesen Menschen innerlich eine günstige Prognose stellen, dass sie über Ressourcen verfügen, selber wie soziale Ressourcen, dass so schlimm das ist, und das wird, da kann man nicht einfach sagen, macht man ein bisschen Trauerarbeit und ist vorbei. Das ist prägend, mit die überhaupt nicht kleinreden. Aber die allermeisten Menschen schaffen es auf eine geissene Art, mit ihren Ressourcen wieder mit dem umzugehen. Und Kunst ist eigentlich, wenn du als Caregiver oder Notfallpsychologe, wie auch immer dazu kommst, dass du die Ressourcen von diesen Menschen wieder aktivieren kannst. Ja. Oder? Du merkst, das ist ein total anderer Ansatz. Oder? Absolut. Und das ist ein Hoffnungsansatz. Ja. Oder? Und das Zweite ist schon, man muss in dieser Tätigkeit auch die Selbstsorge, die muss man hoch halten. Also das musst du wirklich achten. Und einmal, wenn du merkst, jetzt habe ich vielleicht innerhalb von 4 Wochen 3 so happige Einsätze gehabt, dann einmal sagen, weißt du was, jetzt mache ich einen Monat Pause. Das wirke ich nicht aus. Sozusagen ausklinken. Oder auch mal, wenn man wie merkt, ein Einsatz, der klebt noch so dermaßen, der beschäftigt einen, dass man dann halt auch eine Einsatznachbesprechung macht. Für einen selber. Für einen selber. Genau. Also, weil, ich sage immer, man hat nicht, das sage ich auch Polizistinnen, Polizisten, Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, wir haben nicht so eine Teflonschicht, weißt, wo, uns einfach, wo alles abprallt, nur weil wir Profis sind. Mhm. Wir sind Menschen und wir gehen als Menschen in den Einsatz. Mhm. Und darum müssen wir uns auch Sorge geben. Und wir haben auch Grenzen. Das ja. Wir sind ja Väter und Mütter, also wir haben ja selber Familie, wir wissen das alles. Gell? Klar. Ja. Also, Souveränität ist nicht, also Professionalität und es ist Fachwissen, Training, immer wieder Weiterbildung, das gehört alles dazu. Aber das heisst nicht, dass man immer souverän oder immer, dass man so einen automatischen Schutz hat. Das funktioniert nicht. Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen. Wir haben am Anfang gesagt, du wirst das Jahr jetzt 57. Aber du hast auch in deiner Tätigkeit Veränderungen jetzt gerade sozusagen hinter dir. Wie sieht deine persönliche Zukunft denn eigentlich aus? Respektive, ich habe mir so überlegt, ein Pfarrer, geht der einfach in Pension oder ist das ein Amt fürs Leben? Wie ist das bei dir? Wie bei dir vermutlich. 65. Ist fertig. Ist fertig. Also, weißt, du kannst immer noch, das heißt ja wie bei den Lehrerinnen und Lehrern oder so, du kannst einmal noch eine Stellvertretung übernehmen, du kannst Einzeldienst übernehmen, wenn du das möchtest. Oder? Ja. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Also es wird sicher immer gebraucht, wird in der Zukunft noch viel mehr gebraucht werden, wenn wir auch in einen Pfarrmangel hineinlaufen. Aber jetzt für mich persönlich, ich bin noch gewundrig im Fall. Also ich merke, es ist so ein Thema, weil
Oder ich bin als jüngerer Pfarrer gekommen und auch immer ältere Pfarrerinnen, Pfarrer, Kolleginnen und Kollegen gehabt, oder? Mhm. Und jetzt bin ich plötzlich jetzt bist du der Zack. Der Senior. Jetzt bin ich der Senior. Oder? Ja. Und jetzt fällt wie so oben das Dach von dem, der noch als Nächster dran kommt. Und jetzt bin ich ich. Du bist jetzt sozusagen ja, die Spitze genau, vom Ganzen. Genau. Aber also das Grundgefühl ist, also operativ bin ich noch nicht gross tätig, so langsam ist, weißt, es ist auch verhängt mit dem Wohnsitz zum Beispiel, oder? Ja. Im Pfarrhaus, und das ist dann wie mit der Anstellung verbunden und nachher ist das fertig. Also wir werden umziehen. Also die Wohnsituation, das ist zum Beispiel etwas, wo uns so ein bisschen anfängt zu beschäftigen, oder? So als Thema. Und auf der anderen Seite bin ich aber einfach auch gewundert, weißt, ich finde so das Thema von loslassen, Platz machen, die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Pfarrer bin? Ja. Also ich finde ja total Identität. Identität. Und das finde ich aber total spannend. Mhm. Auch wir können, weißt, sie sagen, ja, jetzt, irgendwann bist du nicht mehr so gefragt. Das ist im Fall total okay. Mhm. Jetzt gehe ich ein bisschen auf Schattenbänkli und sollen andere im Sonnenbänkli sein. Weißt, wir haben einen Beruf, wo wir extrem viel Wertschätzung bekommen. Ja. Das ist wirklich, also ich sage immer auch, also die narzisstischen Komponenten von einem selber, die kommen zu also die kommen zu genügen. Das ist so. Okay. Also das schlägt kein Geiss weg. Und darum finde ich es so spannend, auch wie zu sagen, okay, jetzt gibt es Jüngere, die haben neue Ideen, und jetzt auch Platz machen und nicht, ja, ich habe es jetzt 25 Jahre lang so gemacht, jetzt wird es auch noch so weitergemacht. Jetzt soll das Welle, das, oder? Ja. Nein, Platz machen. Und es nimmt mich Wunder, denn, weißt, wie das wird sein. Aber ich freue mich jetzt auf den Prozess. Jetzt habe ich dann noch 8 oder 9 Jahre. Und, aber auch da, das Lernen, auch mit mir selber und jenseits von Souveränität. Weißt, das darf man mal angurken, Angst machen. Und dann schauen, okay, was mache ich jetzt? Ich freue mich jetzt eigentlich auf den Prozess. Wenn ich dich richtig interpretiere, ist es jetzt so, langsam ein Prozess, der bei dir so anfängt, respektive höchstwahrscheinlich auch mit deiner Frau zusammen. Wir sind ja irgendwo im ähnlichen Alter mindestens. Wie gehst du grundsätzlich denn mit dem Thema Älterwerden um? Also weißt, ich bin ja, der Bänkli-Tag hat ja so ein bisschen die Grundthematik auch Älterwerden, aber positiv betrachtet. Was fällt dir oder ein beim Stichwort Älterwerden? Ja, es hat so eine physische Komponente, oder? Da musst du halt mal ein Knie operieren und so die Geschichte. So Ersatzteil. Ja, und ich habe schon gemerkt, ich will im Fall nicht dick werden. Ich will können, einfach, ich will können 1500 Höhenmeter problemlos mit dem Bike machen. Einfach, das muss funktionieren. Darfst du dich fragen, du bist auch noch ein sportlicher Typ, ist das richtig? Ich bin so ein bisschen Ausdauertyp. Also ich könnte ein bisschen konsequenter, noch ein bisschen gesünder leben und ich könnte noch ein bisschen mehr Sport machen. Aber grundsätzlich ja. Ja. Und wenn ich wieder 3-4 Mal trainiere, dann habe ich schnell, also im Frühling habe ich schnell wieder mein Standard. Okay. Also und Sommerferien, einfach 2 Wochen biken, das liebe ich. Ja. Also das tut ist, gut. Ja, das tut gut. Ist auch psychohygienisch übrigens sehr wichtig im Beruf, zum Beispiel Belastungen abbauen. Ja. Und dann gibt es so die anderen Geschichten, oder? Eben so, dass halt im Leben das Sterben und Werden, oder? Also das Leben ist das ist ja immer wieder ein Lernprozess. Einfach in der Bewegung bleiben. Und das ist beim Älterwerden auch so. Also und irgendwann ist etwas vorbei, aber es fängt auch wieder etwas Neues an. Und ich finde, dort bin ich einfach extrem privilegiert in meinem Beruf, weil ich auch mit vielen älteren Menschen zu tun habe. Ja. Und da, ich hatte am Dienstag einen Talk gehabt, Reden über Gott und die Welt. Da sind irgendwie 25 Seniorinnen und Senioren von einem Pflegezentrum dabei gewesen. Da tun wir so ein philosophieren miteinander. Wow. Und da habe ich kurz gezählt, das sind also zwischen 1800 und 1900 Jahre Lebenserfahrung in diesem Raum gewesen. Wow. Und wenn dann eben, und da gibt es auch Leute, die Mühe haben mit dem Älterwerden und vor allem mit der Hochaltrigkeit. Mhm. Und andere, die haben einen Smile drauf und sind dankbar. Mhm. Und an denen docke ich an. Und von denen will ich lernen. Mhm. Also ich habe mit 60, mit 70-Jährigen, mit Leuten, die gerade in der Pensionierung sind oder ihr Geschäft übergeben haben oder verkauft haben, bis 101-Jährigen habe ich zu tun. Oder? Und ich finde, ich kann brutal viel lernen von denen. Gell? Also, ja. Das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Und ich auch finde, jetzt in meinem Bänkli-Tag von meinen Gästen, ich kann als jüngere Person
nur profitieren. Sicher, ich bin immer wieder Profiteur. Auch wie Menschen jetzt beim Loslassen. Also, du hast einen 75-Jährigen und da ist die Frau 72 gestorben. Ja. Wie geht der mit dem um? Oder? Ja. Und bei allem, was ich auch gebe und begleite, ich komme immer wieder extrem viel über. Und das ist natürlich die Endlichkeit, die Realität des Todes, die ist bei mir wöchentlich ist die sehr, sehr präsent. Ja. Und mit dem tue ich mich und muss ich mich auseinandersetzen. Ja. Und das hat schon eine positive Rückkopplung, Rückwirkung auf mein Leben. Finde auf dein eigenes, auf deine Einstellungen. Ja, weil ich das nicht. Ich kann das gar nicht verdrängen. Ja, weil du hast es offensichtlich vor dir. Alles hat seine Zeit. Ja. Oder? Es hat einen Anfang und ein Ende und eine Mitte und jetzt musst du mit dem umgehen. Was machst du daraus aus? Genau. Ich möchte so langsam Richtung Ende des Gesprächs gehen. Wenn ich jetzt dir nochmal über das Älterwerden und jetzt dir zulasse, ist mir also durch den Kopf gegangen. Pfarrer, Glauben, den du ja vorher auch angesprochen hast, wie hat sich dein Glaube mit dem Älterwerden verändert? Oder wie steht es um deinen Glauben, verglichen mit dem 15-, 16-jährigen Ich und dem 57-jährigen? Ja, ich glaube, wenn du jung bist, also wenn ich mich zurückerinnere, dann habe ich eigentlich eher gewusst, wo Gott hockt. Weißt du, da ist so alles so richtig so klar. Ja. Und ich glaube, da bin ich bescheidener geworden. Also, weißt du, im tiefen Glauben, auch dass mit dem Tod nicht alles fertig ist. So. Aber meine Sprache ist vermutlich ein bisschen weniger fromm geworden, vielleicht auch ein bisschen mehr fragender. Ich habe, glaube ich, mehr vielleicht Widersprüche, Paradoxe oder Ungewissheiten zulassen. Und gell, es ist natürlich, gerade durch meine Notfallseelsorge-Tätigkeit und am Kehrteam der Feuerwehr, wo ich viel Schlimmes sehe, also irgendwie das Wort Gott und all die Tragödien, die wir Menschen erleben, aber auch verursachen, das muss ich irgendwie unter einen Hut bringen. Und das lässt mich auch ein bisschen bescheidener werden. Und das ist auch nicht immer einfach? Nein. Aber ich habe nie meinen Glauben in den Grundfesten erschüttert. Das ist noch erstaunlich. Also weißt, ich habe im ersten Semester Theologiestudium hat sich mein Bruder suizidiert. Oder? Und jetzt muss irgendwie das Wort Gott und die persönliche Erfahrung die muss irgendwie unter einen Hut bringen. Und ich habe mir wie geschworen, ich will das gar nie erledigen, indem ich es erkläre. Ja. Es bleibt halt Schmerz, bleibt es da und ich integriere das wie in den Glauben. Oder? Das ist vielleicht auch noch etwas, was mir auch noch geholfen hat, auch jetzt in diesen ganzen Kärtchen-Geschichten. Oder? Aber auch wenn ich hier am Grab stand, oder wenn jemand eine Krebsdiagnose und unheilbar, und wie gehst du mit dem um, wenn jemand gerade mit Exit will gehen, und das sind auch so Situationen. Ja. Oder? Weniger eindeutig, so weniger selbstsicher. Mir geht so ein Bild durch den Kopf, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es oder stimmt es nicht, aber es ist wie bunter geworden vielleicht. Also weißt du, mehr Farben, weil du eben sagst, du hinterfragst vielleicht Sachen und so weiter. Stimmt das? Kann man das so sagen? Oder? Suchender, fragender, aber immer noch mit der. Ich spüre so den Pool von Hoffnung. Oder? Und vielleicht wird es mehr gelebt, als einfach irgendwelche Wörter reingepresst. Ja. Ich glaube, es ist auch so eine Haltung. So ich glaube, ich bin ein Mensch, der echt Hoffnung verkörpert. So für, das würde ich, würde ich mir zugestehen. Und es ist ja schön, dass du das in deinem Amt machst. Ja. Also, weißt, du gibst anderen Menschen mit dem die Hoffnung auch wieder. Aber ich muss das nicht irgendwo in eine Dogmatik hineinpressen. Also, ich bin weniger dogmatisch geworden. Okay. Jetzt wirklich zum Abschluss möchte ich dich einfach mal noch fragen. Ich habe in den früheren Bänkli-Tag oder in den letzten zwei Jahren immer so gefragt, was würdest du meinen Gästen mitgeben? Oder meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, nicht meinen Gästen. Jetzt aber habe ich mir so überlegt, was hast du noch für einen Wunsch für dein Leben, wo du vielleicht dir vielleicht gerne erfüllen würdest oder wo du so mit dir trägst? So wie wenn du eine Bucketlist hast, wo man so heute so schön sagt und sagt, das würde ich gerne mal noch gemacht haben. Was geht dir da durch den Kopf? Also, ich habe jetzt nicht so eine spezifische Liste. Weißt, ich muss mal noch irgendwie Gorillas in Ostafrika absuchen oder irgendwie so, sondern oder einen Bungee Jump machen oder irgendwie so etwas. Aber so
einfach noch so ein bisschen Verrücktheiten, noch ein bisschen ausbrechen. Also bei allem Herzblut für den Pfarrberuf, ja. Aber noch ein bisschen ausloten wäre ich auch noch sein können. Mhm. Und so ein bisschen eben die Gewunderung nach vorne in der Vorwärtsbewegung sein. Also weißt du, der letzte, das ist ja dann spannend, manchmal irgendwie stolpern wir über ein Zitat oder so. Mhm. Und dann der letzte habe ich eine Frage gelesen, wo mich so, wo ich merkte, die springt mich an. Mhm. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und das finde ich so, das wie, ja. Das hat die richtig gepackt, gell? Ja. Hey, noch irgendetwas außerhalb von dem Range, wo ich bis jetzt drin war. Also sozusagen aus der Komfortzone rausgehen und einfach mal wieder Neues probieren. Ja, genau. Und da merke ich so, ja, das, da, was das konkret heisst. Völlig Plan. Offen. Aber das soll's ja, vielleicht ist das auch genau das Schöne, weil wenn man dann die Offenheit hat, dann passieren ja Sachen. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Oder? Ja, genau. Das wäre dann das Konzept von der Serendipity. Weißt, dass der, also das, halt, das Zutrauen, dass das Leben dir noch etwas anspült, aber dann muss es nachher packen. Oder? Simon, herzlichen Dank. Es war wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in deiner Arbeitsstätte, in dieser Kirche. Ganz, ganz ein spannendes Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft, danke auch, für die Zukunft alles, alles Gute. Und da wir ja beide in Zollikon leben, werden wir uns sicher wieder über den Weg laufen, in Zollikon, wo wir uns auch sozusagen kennen. Genau. Ja, und ich freue mich für dich, wenn du dann das erste Mal wieder etwas Neues machst. was auch immer das wird sein. Schreib dir ein WhatsApp. Sehr gerne. Da würde ich wirklich sehr, sehr gespannt sein. Also